Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dust in Elysian Tale. Und wow, wir werden gleich begrüßt von irgendwas Großem. Au. Au. Wow, lässt uns raus? Boah. Die Folge fängt ja schon mal gut an. So. Was auch immer das für einer war, er war nicht freundlich. Mal kurz hierhin zurück, uns zur Hälfte voll heilen lassen und dann was einwerfen. Oh, wir haben davon ein paar. So. Die Billigsachen mal einwerfen, Rätseln wieder auswählen und dann geht's weiter. Das war wohl die neue Version des Riesen. Aber jetzt haben wir es wieder mit den Schneefuzzis zu tun. Mit ihren Wölfen. Und jetzt immer noch kein Wolfsfell geben wollen. Dafür aber ein Levelaufstieg. Gesundheit höher machen. Ist immer eine gute Idee, vor allem bei solchen Gegnern. Da unten was? Jo, da gibt's was. Und hier spawnen die Saufzüge einfach. Hm? So, Kiste aufmachen. Anhänger der Sümpfe. Angriff, Verteidigung, Glück. Was machst du? Ja, so ein Angriff, Verteidigung, Glück. Und du kostest uns. Dafür brauchen wir Materialien, die wir nicht haben. Hä? Nope. Wir könnten hier Wolfsfell kaufen, aber nein, will ich nicht. Dafür brauchen wir Material. Ah, hier, Kuschfell. Ein riesiges Fell, das groß genug ist, um darauf zu picknicken. Okay. Das wird wahrscheinlich das Fell von den na, ist hier noch was? Nö. Nur wieder Gegner. Euch nehme ich aber nicht mit. Sucht euch einen eigenen Aufzug. Okay. Ah. Das war knapp. Gut. Hier geht's nur runter. Hallo. So, weg mit euch. Oh, wir müssen auf den Plattformen jetzt hier kämpfen. Sieht lustig aus, wie wir da immer hin und her fliegen und gleich den Gegner verdreschen. So. War das schon? Hm. Wie schade. Ah, da kommen die nächsten. Kommt, hier kriegt ihr mal eine Feuersäule ab. Oh, gleich noch eine. Dass Fidget auch mal wieder was zu tun hat. So, weiter geht's. So. Hier sind schon wieder Eiszapfen. Und hier geht der Weg schon weiter. Ein Händler. Ich will aber das Secret hier haben. Ist hier oben das Secret? Hm, scheinbar nicht. Hm, wo haben sie das Secret versteckt? Ah, da. Okay. Müssen wir nur warten, bis diese Plattform zurückkommt. Dann müssen wir ein, zwei Gegner verprügeln. So. Komm zurück, Plattform. Komm. Komm. So. Können wir da unten einfach so durch? Ja, können wir.
Wow, sieht gefährlich aus hier. So, und jetzt können wir hier weiter. So, mal hier das durchprügeln. Das ist einfach so abgefahren aussieht, wie die Schadenszahlen fliegen. So. Du kannst auch noch was abhaben. Und wir auch. So, hier einfach mal durch. Autsch, da hat uns ein Eiszapfen getroffen. Oh, Wolfsfell, schön. Stirbst endlich mal, ich will weiter, danke. So, Händler. Ah, hello again, my friend. Ja, du dachtest dir schon, dass ich zurückkommen werde. Ist ja auch klar. Verkaufen wir mal das Ding und das Ding. Nahrung haben wir noch, mehr als genug. Jupp. Einmal heilen bitte. Und am besten auch gleich wieder was essen. So. Und weiter geht's. Drei von denen. Okay, sie können Fische stumm machen, hm? Muss nur aufpassen, dass sie mit mir nichts anstellen hier, diese Viecher. So. Boom. Klingt eher wie eine Todesfee. Just stop. Und das hat Kopfschmerzen. Oh, I think I'm coming down with something. Ja, Fidget's Erkältung. Yes, it is. We figured that out on our own. Come, Duft. Let us continue. Ja, besser ist das. Wir sollten einen Arzt für Fidget finden. So, hier weiter jetzt. Okay. Hier werden wahrscheinlich mal wieder Blitzbomben gebraucht. Blitzbomben. Bombenfrüchte. Wie komme ich auf Blitzbomben? So, hier war mal ein Secret. Hier unten ist... da wollte ich nicht zurück. Ich kann hier nicht runter. Willst du mich veralbern? Okay. Dann geht's da wohl nicht runter. So. Be careful, Dust. I sense a powerful presence has been stirred by your actions. The Yeti? Let's not keep it waiting then. Okay. Well, nein, runter will ich nicht. Obwohl. Dann muss es eben nach unten gehen. Jupp. Okay, da haben wir unseren dicken Taurus-Freund wieder. Den wollen wir mal in Ruhe lassen. Aua. Hey, you know, you can use that cooler of yours to transport Bopo Snow down from the mountain. Ja, die Idee ist gar nicht schlecht. Alright, give me a second. Great, that should keep it cold for Bopo. I'll be sure to give it to him if we ever find ourselves back in Mudpot. Jupp. So, wir haben schon mal Schnee für Bopo. Können hier kurz speichern und dann wieder zurück. Jetzt müsste, genau, jetzt geht's hier oben weiter. The path above has been made clear. Onward and upward. Ja. I knew that this was a bad idea. Ja, die Idee war vielleicht wirklich nicht so gut. Wir werden ja sehen.
Aber kurz einen Augenblick stehen bleiben und diese Landschaft hier ansehen. Also ich finde, dass der Ausblick hier ist herrlich. Und wir haben einen mit Schnee gefüllten Kühler. Hier können wir nochmal kurz speichern. So. Wow. Lawine. Schlüssel. Au. Ich wollte doch gerade noch ausweichen. Ja, ist schon recht. Dann müssen wir uns kurz hier in Sicherheit bringen und wieder was einwerfen. So. Ich wette, wenn ich jetzt hier hochgehe, kommt die nächste Lawine. Oh ja, genau hier. Aber der bin ich zum Glück ausgewichen. Ja. Ja, es kommt noch ein. Au. Und ich springe mitten rein. Ah, nein, nicht schon wieder. Diesmal nicht. Au. Komm bloß her, ihr. Na komm. So. Das war der Schlüssel. Und jetzt darf ich noch mal im Karree rumgehen. Macht mir aber nicht so viel aus. Runter und runter und... Komm, kümmern wir uns mal um den da. So. Dann kriege ich wenigstens noch was von seinem Fell. Können den Stufenaufstieg machen. Mehr Angriff. Zwei Felle brauchen wir noch. Dann können wir die neue Halskette machen, gell? Mal kurz gucken. Die war hier, gell? Jupp. Anhänger der Sümpfe. Die ist definitiv besser als die, die wir im Augenblick haben. Vor allem macht sie viel Regeneration. Und für das Ding brauchen wir immer noch solche Resonanzsteine und viel, viel mehr Wolfsfell. So, dann geht es jetzt wieder ab nach da oben. Diesmal hoffentlich mit etwas mehr Grazie. So, hier nochmal kurz hochheilen, die Lawine abwarten, die nächste Lawine abwarten, genau. Und weiter hoch. Ja, Fidget kann fliegen. Ich kann's halblebig. So, jetzt kommt hier noch eine Lawine. Genau, die einfach da. Sehen auch gut. Sehen auch ziemlich mächtig aus, diese Lawinen. Und sie machen auch mächtig viel Schaden. Ah. Was wollt ihr eigentlich immer von mir? Was habe ich euch getan? Na gut, ich bin in eure Heimat eingedrungen und sehe aus wie... ein Soldat von Gaius, aber ist trotzdem kein Grund, mich dauernd töten zu wollen. So, weiter nach oben. Und die nächste Meute. Oh oh. Jetzt kommen die schon als normale Gegner. Das dürfte dann etwas schwieriger werden. Ich kann sie auch auf den Boden klatschen. So, hatte die wenigstens so einen Resonanzstein dabei? Nö. Die schicken sich nicht an, immer was dabei zu haben, hä?
Und wieder so einer, ne? Na komm. Au. So, weg mit dir und weitergehen. Aber bevor wir hier weitergehen, mache ich erst einmal einen Cut. Bis gleich.